Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Montagmorgen haben wir es. Ich bin in der Halle. Ich schiebe jetzt noch meinen Tieflader zusammen. Dann lade ich hier im Hof 936. Fahre ich runter nach Rockenhausen. Das gemacht habe, komme ich wieder her. Die Werkstatt steht in, ich glaube, 938. 938 oder 934. Und der geht runter nach Wiesbaden dann im Anschluss. Ich nehme an, das ist eine neue Baustelle. Wir reisen da einige Blocks ab. Einige Wohnblocks. Wohl so ein ehemaliges Armeegelände. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das mal der Plan für heute. Bis jetzt. Ich war letzte Woche Donnerstag und Freitag. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin irgendwann morgens, ich habe den Brecher gefahren, genau. Ich habe mittwochs den Brecher gefahren morgens. Ja, es ging mir schon den ganzen Tag so, beziehungsweise fing schon früh, ganz früh morgens an. Ja, auf jeden Fall, End vom Lied war, ich hatte Magen-Darm. Braucht kein Mensch. Ja, jetzt bin ich heute halt wieder der erste Tag da. Dieses Jahr läuft es irgendwie nicht so. Läuft gar nicht. Läuft nicht rund. Einzige, was rund ist, bin ich. Ja, jetzt schnell zusammenschieben, sorry. Und dann gehen wir mal raus ins Feuchte. Zu Hause. Ich sattel jetzt doch um schnell. Auch auf die Gefahr hin, dass ich später noch mal umsatteln muss, dann mache ich es eben, dann ist es so. Ist wahrscheinlich, also jetzt lade ich den LH in Sembach oben, unseren Umschlagbagger, der geht nach Imsbach. Dann muss ich wahrscheinlich in Landstuhl noch eine
Schraube tauschen. Wahrscheinlich. Weiß ich noch nicht genau, ob wir das dann so machen oder nicht. Vielleicht macht es heute ein Kollege. Auf jeden Fall ist da eine Raupe. Die ist halt kaputt. Wie ich. Ich hoffe, dass es halbwegs weiterläuft. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich da dran verstellt habe. Ja. So, 11:45. Ich habe geladen. Kommen wir mal runter nach Imsweiler, das ist nicht weit. 20 Minuten bin ich da etwa. Dann gucken wir mal, wo das ist. Da unten. Sorry. So, und dahinter eben an so einem Verteilermast vorbeigefahren. Aber irgendwie das soll hier sein, irgendwo in der Nähe. Das weiß ich nicht. Jetzt weiß ich nicht, wo, wie, wo, was. Da drin. Da vorne. Ah, da vorne. Da vorne ist der. Wäre ich doch besser von der anderen Seite kommen, ne? Kann man die rot-weißen Wagen sehen da vorne? Da muss der Bagger hin. Da muss der Bagger hin. Lass ich mal gucken, ob ich hier. Bleib mal stehen. Ich laufe mal kurz vor und guck mal, ob ich da vorne irgendwo parken kann. Sonst lade ich hier ab. Ja, hab leer. Jetzt rolle ich wieder nach Hause. 9:46 müsste fertig sein. Da werde ich jetzt gleich noch mal anrufen. Ist immer so eine Sache, wenn es heißt, der müsste fertig sein. Jetzt ist es 10:50. Ich weiß halt nicht, ob er fertig ist. Egal. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe gesagt bekommen, der ist fertig. Ich sattel wieder um. Und dieser der Phallus
der kommt weg, dieser Mast hier. Ich sattel wieder um und dann fahre ich rüber vor die Werkstatt und ja, wenn der Bagger fertig ist, lade ich den. Wenn er nicht fertig ist, dann halt nicht. So machen wir es und nicht auch nicht. Hey, hey. So machen wir es und nicht auch nicht. Ja. Ich könnte auch drehen hier, ne? Nehmen wir mal lieber nicht. Die haben alle denselben Architekt gehabt. Sehen alle ziemlich gleich aus, oder? Alles eckig. Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum man Tieflader die ganze Zeit lieber wunderbar und jetzt auf einmal hängt er nach rechts wie. Ja. So, jetzt sind wir wieder vorne auf der B. Ich hätte gerne fahren, ne? Da habe ich Klaven. Aber so richtig. Naja, egal. Ist ja nur eine. Okay.
vorbei. Den 946 geladen. Wenn ich ihn an den mache, 40 wird viel leichter. 946 geladen, der soll nach, sollte eigentlich nach Kietrich. Aber der Bagger ist zu klein für Kietrich, also vermutlich fahren wir morgen die KMC, also die KMC fahren wir definitiv holen. Ich denke, der geht nach Kietrich dann zurück. Weil der muss, also den Abriss in Kietrich, den muss der KMC, machen. Der hat einfach einen längeren. Der hat einen schönen langen. So, ja. Fahrt noch rein in die Halle und dann ist für heute Rambo. KMC vermutlich, ich weiß nicht, ob wir das morgen machen gleich, da der nach Kietrich muss, ob wir dann vom Morgen von Wiesbaden runter nach Karlsruhe und Karlsruhe dann die KMC laden. Ich denke, wir fahren dann nach Hause und fahren den dann morgens bei Zeiten Kietrich durch. Vermute ich jetzt einfach mal so. Sage ich jetzt auch einfach mal so, dass wir das so machen. Also, ich kann hier reinfahren. Sorry, ich mache den mal kurz aus. Aber da ist etwa, ja, von dieser Straße hier vorne, da, bis dahin, wo ich stehe, da ist ein Tor. Muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich da reinkomme. Oder beziehungsweise, also rein komme ich, ja, aber ob wir einen Schlüssel für das Tor haben. Ansonsten, also wenn wir einen Schlüssel haben, stelle ich den Bagger da vorne dran. Ansonsten, ja, muss ich halt warten, bis Helfer kommen mit jede Menge Reifen und dann müssen wir hier vorne auf der Hauptstraße laden mal ab und fahren den Bagger dann auf die Reife rein. Anders, der wird es nicht gehen. Ich lauf noch mal vor. Guck noch mal und dann melde ich mich noch mal. Immer die Kamera mit, vielleicht kann ich euch was zeigen. Ich bin jetzt in der Baustelle, die kommen das hier runter, drüben auf der anderen Seite, das kommt alles weg. Lauf jetzt mal da runter. Ich habe jetzt einen Schlüssel für das Tor bekommen da unten, wenn das aufgehen sollte. Wäre cool. Mein Reinfahren kann ich dann immer noch nicht, aber ich kann unten vor dem Tor kann ich den Bagger hinstellen. Gib mir diese Einfahrt ganz da oben hinter der Container. Die ist also nicht nutzbar momentan. Zwar überall absolutes Parkverbot, aber schätze ich keine Sau drum. So, die ist hier unten noch eine Einfahrt. Und da vorne dran ist ein Tor. Da war eben noch alles frei. Ich bin mal gespannt. So, hier ist das Tor. Da steht jede Menge Mülleimer vorne dran. Ne? Und da hinten könnte ich reinfahren, wenn ich das Tor aufbringe. Irgendjemand als Lagerplatz genutzt. Aber wäre mir alles egal. Ich würde Bagger doof vorne dran stellen und dann
ja, wie sie denn reinbringen. Tor Universum sogar offen, aber oben an der Kette, das Schloss passt nicht, den ich hier habe. Weitersuchen. Ich gehe mal ein bisschen durch die Gegend und gucke mal, ob es noch andere Wege gibt. Hier wäre ein Weg, den könnte ich, weiß halt nicht, ob ich da unten rumkomme. Schaue ich jetzt. Hier könnte ich dann rechts abbiegen, aber das ist eine Einbahnstraße in diese Richtung. Ja, aber es wird hier auch nicht gehen, weil die zwei Fahrzeuge stehen wieder. Absolutes Halteverbot. Wie gesagt, kümmert sich kein Schwein drum hier. Steht denn die Karimühle? Ja, ich habe jetzt einen Weg gefunden, den, wie gesagt, die ersten paar Meter ist ein bisschen eng. Ansonsten müsste das bis an die Baustelle durchgehen. Versuch's einfach. Kann nicht mehr wie nett gehen. Ne? Was soll ich sagen sonst? So, ja, los geht es. Los geht es. Es ist wirklich nur die erste Rechtskurve da vorne. Die könnte eng werden. Sorry, ich habe das Fenster oben. Danke. Ich soll über den Bürgersteig fahren, ne? Ich wollte Kratzer. Gut. So, fahren wir hier rechts rein. Also das sollte jetzt reichen. Schwarze Auto dahinter, das könnte ein bisschen raus. Ich habe ja die Beflaggung habe ich ja an. Das war es eigentlich schon. Der Rest sollte jetzt auch für Ungeübte machbar sein. Spaß. Hält er gerade voll was vom Pferd 100 Pro, der hat garantiert keine Ahnung. Der Kollege will zum Schuss kommen. Sorry. Muss man auch dran denken, vielleicht, wenn man den Bagger holt, dass man nach 8.30 Uhr oder so hier ist. Weiß ich nicht, ob ich hier durchkomme.
Aber ich fahre lieber außen rum. Komm, fahr doch weiter. Komm. Komm, fahr doch da hin. Fahr doch einfach da hin. Danke. Das reicht doch für uns zwei, oder? Wollte gerade sagen. So. Sag ja, hier steht jetzt ein Auto auf dem Eck. Ah ne, steht hier dran auf dem Parkplatz, okay. Okay, der da ist neu, aber sollte trotzdem klappen. Alles frei, ne? Oder vieles frei, was vorhin nicht der Fall war. Muss er noch mal rein? Muss er noch mal rein?
ich muss jetzt noch mal durch den Sack gehen. Leer. Das ist 10 nach 10, ne? Hat ja nur 3 Stunden gedauert. War doch gar nicht so schlimm, oder? Jetzt fahre ich den ganzen Weg wieder rückwärts raus. Jetzt wäre hinten links wäre auch frei, ne? Jetzt könnte ich vielleicht sogar hier vorne rausfahren. Jetzt rechts runter fahre oder links hoch. Hier ist frei und hier ist frei, ne? Hier ist sogar eine Einbahnstraße. Soll ich es wagen? Die müsste ich nicht den ganzen Weg zurück. Normal sollte das passen. Muss halt mitlenken. Wenn es nicht reicht, komme ich halt wieder hoch. Hier rechts, aber hier ist eine Bushaltestelle, ne? Hier wird eh keiner parken. Dann sollte das auch passen. Ich glaube, ich muss links raus, ne? Ich glaube, ich muss links rum raus. Wobei, ich glaube, ich kann auch. Ich fahre jetzt einfach rechts rum. Jetzt einfach rechts rum. Vorne müsste ich wieder auf die Hauptstraße kommen. So, genau, hier komme ich wieder vorne auf die Hauptstraße. Hier rechts jetzt. So bin ich auch hergefahren. Müsste ich auch wieder rauskommen. Kann ich auch das nächste Mal gucken. Ja, das sieht auch alles gut aus. Dass ich eventuell von dieser Seite komme. Vorhin kam ich von oben runter. Die Kopfschmerzen, ja. Das ist die Straße, wo die Baustelle drin ist. Ansonsten wäre ich jetzt hier den ganzen Weg rückwärts raus. War da hoch zur Einbahnstraße? Das weiß ich jetzt gar nicht, ne? Ich glaube, da war Einbahnstraße da oben. Die ersten 100 Meter, doch. Ich drehe hier. Da, wo ich vorhin rechts abgebogen bin, ich glaube, die ersten paar hundert Meter war Einbahnstraße, aber das sehen wir gleich. Ich drehe hier und fahre dann eben den Weg wieder zurück.
Ja, ich hab Platz. Hier ist ja Platz. Weil da oben links rum raus, dann wo die Einbahnstraße ist, da komme ich auf gar keinen Fall. Da war diese rot-weiße Barke vorne dran. Also da komme ich hinten dann auf der Straße, auf der ich vorhin geparkt hatte. Sorry, alles ein bisschen verwirrend. Komme ich dann auf keinen Fall raus. Ich muss mal die Rübe raushalten. Der komische. Man hört eben. Haben wir Öl auf die Gase hier? Nee, ne? Hat sich schon wieder komisch an. Angehört eben. Na, schalte. Das ist hier eine Einbahnstraße. Alter. Egal. Ist mir jetzt wirklich egal. Nee, da stehen Autos andere Richtung, Leute, das passt. Ach ja. Bin ich eben rausgekommen. Vorne stehen Autos auf dem Eck. Ne? Ich werde doch noch rauskommen hier aus dem Loch. Schlimm, sowas. Schlimm. So, jetzt muss nur noch links auf dem Eck ein Auto stehen und schon habe ich. Ach, könnte reichen. Könnte reichen. Muss reichen. Alles gut. Ja. Alles gut. Links wäre das Tor gewesen. Wäre mir eigentlich am allerliebsten gewesen, wenn ich da hätte können vorwärts reinfahren. Naja. Danke.
da sind wir wieder draußen. Hier links wäre diese Barke gewesen, wo ich gesagt habe, wenn ich hier weitergefahren wäre, hätte ich müsste hier vorne rauskommen. Ich denke nicht, dass das gereicht hätte. Natürlich hat er die Anfahrt vergessen zu filmen, ne? Ich habe schon geladen, sind jetzt auf dem Weg nach Harthausen. Ich denke so in einer Viertelstunde. Nur gestörte. Ich denke so in einer guten Viertelstunde sind wir da. Sorry, gestört deshalb, weil ich dachte, der will noch an mir vorbeiziehen, aber na, alles gut. Ausfahrt hier. Machst du den Blinker an? Naja.
So, mach die mal an, falls ich ein bisschen brauche. Ja, sicher ist sicher. Erkennt. Ich denke, man wird es nicht sehen, aber wenn du jetzt hier relativ gerade 12 Uhr guckst, ja, dann sieht man den Kran, sieht man den Arm von unserem Kran stehen quasi. Das ist die Baustelle. Da, wo ich den Merlo versenkt hatte damals. Hin. Oh, sieht doch schon gut, sieht doch schon gut aus. Backe wird morgen mit dem Abriss beginnen können. Morgen Mittag. Regen kommt, sieht aber glaube ich gut aus. Cool.
manche wollten. Das wäre natürlich. Aber ich glaube es fast nicht, dass das Eichenbalken sind. Das wäre natürlich richtig. So, ja, mal gucken, wo ich reinfahren kann, ob ich da hinkomme. Alter, schalt doch einen Gang runter, Mensch, zum dünner Keil. Ja, genau. Katastrophe, echt. Lieber wird rumgequält, rumgeäult. Ich fahre hier einfach schräg auf der. Hab ja auch 2-3 Reifen dabei. Bleib so einfach stehen, ist mir egal. So, ich noch mal kurz vor 6, 10 vor. Weil ich auch in der Werkstatt oben habe, mal mit der Fett an den Tieflader gedrückt. Ein bisschen Öl nachgefüllt am LKW und am Tieflader. Zwei Reifen neu und einen Reifen umgesteckt. Werkstatt gemacht, Fett und Öl habe ich gemacht. Jo. Morgen früh sattel ich um, dann fahre ich nach Landstuhl hin, hole die Planierraube, die 726, so heißt sie. Und die geht irgendwo nach Rockenhausen auf den Hintersteiner Hof oder so. Wie denn? Ganz bescheidenes Eck. Ich gehe dahin. Dann komme ich wieder nach Hause, sattel um. Lade 938 in Weilerbach und wo der hingeht, weiß ich noch nicht. Wo der hinkommt, weiß ich noch nicht. Nur gehört, der muss irgendwann, wo ich heute Morgen den 946 hingefahren habe und noch kein Baggerfahrer ist, auf jeden Fall der 938, den ich dann morgen hole, geht irgendwann nach Wiesbaden. Dahin, wo der 946 steht, und der 946 geht von da nach Mannheim rüber. In die. Wo ist die Gartenschau? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, wie die Baracken heißen. Die. Ich bin weit zurück. Ach, so. Die. Wie heißen sie denn? Lars Giesen-Laudern,
jeden Fall dahin, wo in Mannheim die Gartenschau ist. Komm nicht mehr auf den Namen, egal. Der soll dann dahin. Ich habe Fragezeichen, aber alles gut. Für heute mache ich Schluss. Bis morgen früh.